Oh, Mist, ich hab den Fehler gemacht, ich hab schon wieder den Feuerlöscher eingekauft. Erinnere mich mal dran. Na, ich mach's gerade nicht im LP, weil ich ja eigentlich Geld sparen wollte für den T26. Ja, ich weiß. T28, Entschuldigung. Wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Weil Hill? Nö, dich würde ich unten an Stein stellen. Unten an Stein? Ja, hier. Ach so, da Stein. Ja, Entschuldigung. Ich war, das ist für mich quasi eine Felswand. Aber ja, ich stelle mich unten an den großen Stein. Ja. Weil da vorne fast alle hin. Ich roll mal lieber Richtung Hill. Da haben wir ein bisschen sehr wenig. Ja, und das Geflame ist mittlerweile bei WOT auch soweit. Es ist einfach nur... Ich bin immer noch der Meinung, dass die Osteuropäer bitte ihren eigenen Server bekommen sollen. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, es ist einfach... Es gibt so einen logischen Verhaltenskodex in meinen Augen, den man einhalten sollte, wenn man im Internet spielt. Das waren 105 auf dem T1, das hat er gemerkt. Und es irgendwie... Es ist doch erschreckend festzustellen, wie... Osteuropäer sich definitiv nicht daran halten können. Und ihr hört schon die Realistic Combat Sounds, also Combat Sounds, Entschuldigung. Ihr hört, wie das nachlädt, wie da einfach mal die Shell ins Rohr geschoben wird und wie es einfach nur rumst. Oh Mann, 50% Crew merke ich aber auch. Ja, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr. Daneben. Was? Doch nicht. Das Och, hat crap. Lange gedauert, bis die ankam. Ich wollte mir schon ein Bier holen. Kommt da zwei Fünder und will mich holen kommen. Nein, er hat mich hochgeholt. Ey, wieder kein Team-Support hier. Das ist beknackt. Also, bei mir hast du Team-Damage gekriegt. Was? Da sind blaue Zahlen bei dir hochgeploppert. Okay. Also, da war irgendwas nicht ganz knusper. Müssen wir dann mal gucken. Ja, guck mal deine... bösartig. Und das ist das, was wir eben meinten. Die Jungs sind Angstgegner. Ihr seht, ich habe jetzt schon 341 Damage gemacht. Das ist für dieses Tier absolut barbarisch. Da lasse ich einfach nicht viel stehen. Schießt er nur mit HE. Könntest du auch Goldmunition für Credits mitnehmen, was ja mittlerweile gang und gäbe ist. Das ist das nächste, was ich eigentlich am liebsten den Leuten von Wargaming so richtig mit der Faust in den Kopf einmassieren wollte. Ich habe nichts gegen Gold für Credits. Aber begrenzt es. Und ich rede jetzt nicht begrenzt es auf Kompa, sondern begrenzt quantitatives. Ja, die Anzahl. Die deutschen Panzer hatten auch nicht die Wolfram-Kernmunition in Zehntausendern Beuteln dabei. Die hatten davon vielleicht 4 Schuss auf 60. Dann sollen sie das auch so machen. Mach da eine 5% Grenze. 5% deiner Munition darf Gold sein. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr nie. Also ich habe mal an einem Tag, da gab es den 3601, der hat 50% mehr Credits eingespielt. Mastery Badge Second Class. Ja, nee, für mich war es halt nie gut. Ich war halt alleine. Ja, ich habe mich auch dummerweise falsch zum T1E6 rumgedreht und habe eigentlich gedacht, das Team geht in die andere Richtung, aber ist halt nicht immer so. So, jetzt setze ich mich in den T1. Dann habe ich quasi an einem Tag den 3601 Fulltech gespielt, nur mit der konischen und Gold. Was mache ich noch auf dem T18 drauf? Mache ich die 2-5 da drauf? Die was? Die letzte Gun? Die QF-2-Pounder MK9. Das ist halt eine Schnellfeuer-Cis sozusagen. Nee, das hat gerade so einen Spaß gemacht. Ja, ne? So, dann habe ich auf jeden Fall Radio und Motor schon mal freigeschaltet. Es fehlen mir theoretisch noch die Credits. Übernehme ich den Continental? Ich übernehme den Continental. Also, wenn ich den Continental übernehme, kaufe ich mir den jetzt hier. 975 C1, in der Tat. Jetzt nimmst du den Chinesen? Nee, ich nehme mir gleich einen Chinesen. Ich baue nur noch schnell den Motor und das Radio ein in meinen T18. Ah, schön. Damit das nächste Mal, wenn wir fahren... Ich muss gerade gucken, ich habe außerdem die Konsolentaste gedrückt, ob alles in Ordnung ist. Das nächste Mal, wenn wir fahren, ich den soweit Fulltech drin habe. Mhm. Ah, was haben Schreiben denn die Tucken wieder? Nichts Gescheites.
Dieses Blinken unten drinne, das muss man ab und zu mal ein bisschen, mal einmal kurz aufmachen und dann ist es wieder weg. Oh, schön. Provinz. Oh, nicht schön. Das Tier. Obwohl, oh, doch, das sind ja alles Tier 2. Hä? Tier 5? Das ist natürlich hässlich. Es ist doch alles Tier 2. Ah, nee, AT1, Entschuldigung, das ist nur Tier 2. Du hast jetzt gedacht, das ist ein AT2, ne? Mhm. Nee, ich habe mich zuerst erschreckt, weil ich mir so weit unten stand und ich dachte, da oben ist viel mehr. Also an Tier 3, Tier 4. Schon ein bisschen Schwitzen bekommen. So. Ja, das erste Mal 500.000 Credits zusammen habe, glaube ich, Binoculars. Ja, also Scherenfernrohr, das wäre die deutsche Version davon. Ach, stimmt. Ja, ich sag's nur, weil wir können ja nicht auf Deutsch umstellen, weil der Mod das leider nicht unterstützt und die Mods sind halt extrem schön. Habt ihr ja gesehen, so Schaden im Gefecht anzeigen. Es gibt manchmal die deutsche Version irgendwo, aber da muss man sich selber ein bisschen umgucken. Ich kann Englisch, das heißt, ich mache mir nicht den Aufwand, da extra für die Deutschen noch zu suchen. Und ich übersetze gerne für euch. Also, mir ist das wirklich... Ach, übersetzen ist für mich... Das mache ich aus der Kalten raus. Und ja, unsere Eisenleber hier auch. Von daher, nehmt es uns bitte nicht übel, wenn wir englische Mods nehmen. Es ist einfach schön. Die sind einfach schön. Die meisten Mods werden im Englischen programmiert. Es ist halt eine Weltsprache. Und wir... Kacke. Das kommt davon, einmal kurz über den Berg gucken. Aber der war auch hier mit Camouflage und was weiß ich alles. Also das ist einer... Der hat mit Driver, Commander und alles auf einmal ausgeschossen. Mit einer Salve. Autsch. Das tat richtig weh. Ich habe nicht mal eine Zeitanzeige zum... Zeitanzeige zu den Treffern. Genau. Nimm nochmal einen Schluck und dann sprechen. Ja, ja, so. Der Cruiser geht als nächstes drauf. Der macht den gleichen Fehler. Ich campe jetzt erstmal ein bisschen, weil die andere Seite ist auch meistens sehr stark besetzt. Meistens die TDs stehen das so auf C3 oder generell die Dreierlinie. Und das Team macht gerade den Fehler. Die müssten das eigentlich, ich ping das mal, hier genau wo sie stehen, bei den Häusern einfach deffen. Weil der Rest muss da hochkommen. Ja, die einzige andere Alternative, wie man von hier hinkommt, ist über diese Ecke. Ich bin halt vorgefahren an der Position, wo ich gestorben bin. Einfach nur mal runter zu gucken, wollte einen Schuss abliefern und die haben sofort alles zerschossen. Mhm. Ja, der 2-Finder war jetzt auch ein bisschen schnell, weil ich auf der Karte halt gepinkt habe. Naja. Ja, und ihr seht ja auch jetzt, das fällt mir gerade erst ein, dass wir jetzt natürlich auch das Clan-Zeichen oder Clan-Kürzel hinter unseren Namen auch noch haben im Chat und so weiter. Ja. Na, es wird aber eine ganz, ganz graue Geschichte. Die werden da richtig zu Klump geschossen. Ja. Da muss ich ja jetzt vor eben. Ja, und wir warten und wir warten. Oh, da kommt der 2-Finder. Der ist schnell. Ja. Oh, das war aber ganz knappe. Ja. Schade, dass du mit Armor-Piercing schießt. Mit HE hätte er das gemerkt. Die Standmunition ist doch nur HE, oder? Nee, Ruderstreifen ist. Ruderstreifen dran ist doch Armor-Piercing, oder? Ach, Menno. Schön. Guck mal, da drüben stehen sie alle. Ja. Das ist Kasper-Kopf-Schießen. Einfach auf die bekannte Position schießen, dann. Manchmal scherbelt's dann. Siehst du? Viele Leute bewegen sich nicht nach dem Schuss, das ist... Gut, als Tank Destroyer macht man das selten. Bei Arty ist es einfach nur dämlich, wenn man es nicht macht. Ja. So, ich guck jetzt mal, dass man vielleicht den T1 da... Teuer verkaufen. Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, zum Rumreißen...
Gut, du hast den richtigen Panzer, um was rumzureißen, aber ich glaube nicht, dass du da... Wird schwierig. Ja, ist es auch. Die Kugel fliegt halt sehr lange. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hatte ich ja eben auch gerade so, ich dachte, ich könnte mir schon Bier holen, aber nein. So, schön die Büsche stellen. Denkt dran, Leute, 5 Meter vor euch, die Büsche sind undurchsichtig. Achso, 5 Meter quasi vorn und dann, wenn aber ein Busch direkt davor steht, dann ist der undurchsichtig. I'm not stupid. Das werden wir sehen. Ja, kommt nicht durch deine Front durch, das hat er noch nicht so ganz begriffen. Na, wenn er clever ist, fährt er hinter Richtung Cap. Da kommt ein 35T. Weil, wenn ich was gelernt habe, dann die Killgeilheit der Leute. Ja, auf jeden Fall immer ausnutzen. Der T1... Moment, ich zoome gerade mal raus. Scheiße. 35T traut sich nicht? Nö, der will nur... Der hofft, das dass T1... Ich oh, scheiße. Ja, aber gut, bei 167, naja, da bräuchte ich schon einen extremen High Roll. Ja, wie will ich Cap resetten, wenn zum 1-2 Leute in deinem Heck dann hacken? Richtig. Jetzt kommen sie dich holen. Er ist vor allem stolz auf sich dafür, dass er es selber nicht schafft. Ja, vor allen Dingen, you are so stupid. Also, du bist so blöd im Deutschen. Von jemandem, der geistig so den Intellekt einer Waffel hat. Ja, ich könnte mich jetzt umdrehen und in meinen Tod fahren. Du könntest auch rückwärts genauso in die Festung. Die Killgeilheit dieses Panzers ausnutzen. Ah, du könntest auch rückwärts in die Festung, weil du hast einen anderen. Naja, jetzt ist zu spät. Genau so. So ist auch gut. Oh, da steht dann noch einer. Shit. Ja, der T18 hat sich wenigstens verdient. Ja. Der war schlau. Ah, noob. Ja, muss man über sich ergehen lassen, weil er quasi einfach so clever war und hinten gewartet hat. Ich war auch clever und hab hinten gewartet. So, User Details. Okay. Ja, ist gut, braucht man nicht diskutieren, aber wenn er das LP nicht versteht für Let's Play, dass das hier wahrscheinlich kein 15.000 Fahrtenpanzer ist, dann... Der hat schöne Medaillen. Na gut, nochmal. Also muss man mal ehrlich sagen, Moment, ich scroll gerade mal voll. Wo ist er denn? Da ist er. Die Burdas Medal, also, das ist eine reine Schweinemedaille. Also da hast du einfach mal Glück, um ganz ehrlich zu sein. Aber trotzdem, Respekt, dass er die hat. Also ich soll nochmal eine VAE Typ B fahren. Weil man muss erstmal eine Runde haben, wo man 5 gegnerische Artillerie hat und dass man die auch noch alle zerstört kriegt, alleine ist so eine Phrase. Also da muss man wirklich Glück haben. Ich habe die für 4 auf meinem normalen Account. War auch, das ist eine reine Glückssache. Das ist wie Glückspilz bekommen. Ist jetzt eigentlich keine Leistung dabei. Und ich sehe, ich höre im Hintergrund, da wird fanatisch getippt. Wahrscheinlich Beleidigung, Erklärungen an Flachzangen aus dem Spiel. Ja, und hier kann man zum Beispiel auch mal sehen, wir haben zum Beispiel heute 2 von 5 Battles, davon habt ihr jetzt 4 gesehen bis jetzt in den 2 Folgen. Ne, 4 habt ihr gesehen und davon haben halt 3 verloren und 1 gewonnen. Und die andere Gewinn, der war vorher, den haben wir für den Soundcheck gemacht, deswegen 5 Battles schon. Und dann halt die Gewinnquote von 40%, normale, also durchschnittliche Erfahrungspunkte, insgesamt Erfahrungspunkte und die Gesamtcredits, die wir gemacht haben. Bei den Gesamtcredits total ist quasi alle Credits drinne, also beziehungsweise alle, das ist quasi eine Bilanz. Das sind auch die Ausgaben genau. Für Waffen drinne, für Radio, für Motor, für neue Panzer und so weiter und so weiter. Also nur damit ihr so ungefähr wisst, was da unten so steht. Und ja, bei 40% Quote ist natürlich jetzt nicht so glorreich für uns. Wir sind ja mehr gewohnt.